Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Death Stranding. In der letzten Episode sind wir hier bei diesem Hafen angekommen und haben uns ein bisschen zugeladen, vielleicht ein bisschen zu viel. Und ich würde sagen, wir tun jetzt mal alles, dass wir das hier mal wieder abgeben. Also können wir natürlich nicht die ganze Zeit rumlaufen. Geheimgang. So, komm, immer schön nach vorne. Okay, wirklich schneller laufen können wir nicht. Ja, sieht ziemlich einladend aus. Fragile Express. Haben wir da hier Hauptzentrale? Oh, ist das generell unterirdisch hier? Naja, bitte nicht umfallen. Und vor allem da oben bitte nicht anstoßen. Komm, du schaffst es. Sehr einladend. Mhm. Bitte sag mir, dass ich dann hier ein Fahrzeug benutzen darf. Und nicht eins suchen muss. Ob wir dann in die Stadt rein können? Ja, wir haben es ja gleich. Komm, komm, erstmal da runter. Lake Knot City. Das Heilerzentrum. Anzug wird dekontaminiert. Dankeschön. Willkommen, Sam Porter Bridges. Gut. Komm. Schön vorsichtig. Nice. Liefern. Angeforderte. Also das hier. Bestätigen. Was? Ja, ich weiß. Es wird an seinen Weg zurückgegeben. Ja, okay. Also ich habe es nicht aufgemacht. Nichts Ungewöhnliches. Die Fracht sieht auch super aus. Sowas haben wir schon lange nicht mehr gekriegt. Jo, Dankeschön. Keramik kann jetzt in allen Denose bla 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 verwendet werden. Okay. So, weiter. Blaue Fracht. Ja, okay. Okay, mehr Fracht tragen, umso besser. Sorry wegen dem Stress. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Oh, du sollst einen Cupid dabei haben, stimmt das? Du darfst uns anbinden. Oh, shit. Das sieht nach viel Arbeit aus. Mit dem Lenker, die Fertigungsart für Punkt ist rauchabgebender Frachtköder. Okay. Oh, da hat's ziemlich viel. Alles klar. Jo, alles klar. Wir sind also endlich im Netzwerk. Hat lang genug gedauert. Wir halten nicht zurück. Capital Knot City bekommt alles. Wenn diese Informationen der Sicherheit aller dienen, habe ich nichts dagegen. Und ich bin sicher nicht der Einzige hier, der das so sieht. Damals, als Bridges 1 hierher kam, war die Lage wahrscheinlich besser. Zumindest haben uns damals keine Terroristen oder GDs das Leben schwer gemacht.
Naja, sei vorsichtig da draußen. Die Welt hat sich verändert. Und vielen Dank. Hast du Ground Zero endlich passiert? Glückwunsch. Und Dankeschön. Ab hier wird es allerdings nicht leichter. Bei unserem ersten Besuch war es anders. Friedlich. Die drei Städte da draußen, Lake, Middle und South Knot, wollten alle unsere Wiederaufbaupläne unterstützen. Fragile Express hat für alle drei Lieferungen durchgeführt und den Kontakt aufrechterhalten. Aber die Angriffe der Separatisten vor einem Jahr haben alles verändert. Einer hat Middle Knot City ausgelöscht. Sie haben Atomwaffen von früher gezündet. Der andere Angriff hat Lake South Knot City zerstört. Die Verluste waren verheerend. Bridges hat nicht genug Ressourcen, um die restlichen Städte allein zu vernetzen. Wir brauchen die Unterstützung aller. Selbst jener, die nichts mit den UCA zu tun haben wollen. So unmöglich es klingen mag. Die Lage hat sich seit dem Aufbruch von Bridges One nach Westen verändert. Besonders die Zerstörung von Middle Knot hat uns eine neue Strategie aufgezwungen. Wie Amelie gesagt hat, uns fehlen Zeit und Ressourcen, um einen weiteren so großen Knoten zu bauen. Deshalb treffen wir Vereinbarungen mit Preppern und anderen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihre Bunker zur Verstärkung des Netzwerks zu nutzen. Nur eine bestimmte Art von Mensch würde alleine hier draußen leben. Die, die uns sagt, dass wir uns unseren UCA-Beitritt sonst wo entziehen können. Natürlich werden sie nicht sofort begeistert zustimmen. Aber obwohl sie die meisten Leute nicht leiden können, kamen sie mit Fragile Express zurecht. Sag jetzt nicht, wir sollen sie als Empfehlung benutzen, um bei ihnen gut anzukommen. Bingo. Sie hat schon zugestimmt. Aha. Und was hat sie davon? Warum auch immer. Schätze, um es Higgsheim zahlen zu können. Das kann ich ihr nicht verübeln. Er hat ihr alles und noch viel mehr genommen. Zeit heilt manche Wunden, aber ihre nicht. Die anstehende Arbeit wird nicht leicht, aber sie muss getan werden. Ruh dich erstmal etwas aus. Wir reden später weiter. Ja, klingt so, als wenn ich so leichte Botenaufträge machen muss, damit die Leute überzeugt sind. So, das können wir wieder überspringen. Kennen wir ja schon. Nennt man Kepo. Das ist ein altes Wort für Knoten. Damit kann man auch Dinge zählen. Für jeden Freund mache ich einen Knoten. Okay. Dann mache ich einfach immer einen Knoten, wenn ich dich sehe. Das muss dir sehr viel bedeuten, wenn du es herbringen konntest. Etwas Besonderes. Ganz besonders. Und nur für dich. Ich pass gut drauf auf, Sam. Was essen? Wieso bist du hier? Frag deinen Bossmann. Wieso bist du hier? Hab eine Lieferung für einen Boten. Das wirst du auf deinem Weg brauchen. Damit weißt du dich als Mitarbeiter von Fragile Express aus. Es besteht aus meinem Blut und chiralen Kristallen. Sieh es als eine Art Band an. Die Prepper in der Gegend machen dir keinen Ärger, wenn du das hast. Wir waren die Einzigen, die hier draußen ausgeliefert haben. Das war unser Territorium. Bis Higgs alles versaut hat. Mich,
Fragile Express, unseren Ruf, alles. Und jetzt willst du es ihm heimzahlen. Ganz allein. Ich bin nicht allein. Die Höhle, Port Knot City, an deinem Bett. So weit weg und doch treffen wir uns ständig. So viele GD-Gebiete zwischen uns, wo mich ein leerer Sturz treffen müsste. Und doch bin ich hier. Ich bin hier. Du kannst den Strand benutzen? Ich habe einen Strand. Du hast deinen, ich meinen. Ich springe damit durch den Raum. Ich kann keine GDs herbeizaubern wie Hicks, aber ich kann ihm folgen. Ihn zum Strand folgen. Das Problem, jeder hat seinen eigenen Zugang. Ich kann nur durch den Strand reisen, den ich kenne und verstehe. Du hast sicher schon vom Multiversum gehört. Hey, geht's dir gut? Die Sprünge fordern mir viel ab. Saugen mir das Blut aus. Du willst nach Edge North City, oder? Da wimmelt's von Terroristen. Aber wenn du das durchziehst, dann musst du es früher oder später mit Hicks aufnehmen. Hör zu. Ich liefere Dinge. Monster und Terroristen zu töten, ist nicht mein Job. Und wenn wir es gemeinsam tun? Mit meiner Kraft könnte ich dir helfen. Man muss nicht dasselbe wollen, um auf einer Seite zu stehen. Ich könnte dich schicken, über meinen Strand. An jeden Ort, an dem das Chiralium dicht genug ist. An jeden Ort, der im chiralen Netzwerk ist. Und was verlangst du dafür? Dass du darüber nachdenkst. Hier. Ein kleiner Ansporn. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Damit bleiben wir in Verbindung. Bis dann, wir sehen uns. War das jetzt gerade die Einführung für Schnellreise? Eine ziemlich schräge Schnellreise? Ja, okay, es ist Schnellreise. Ja, lass mal kurz duschen. So, überspringen. Ja. Alles klar. So, dann schauen wir uns das mal an. Was können wir denn da so Schönes machen? Okay, also hier sowieso nirgendwo hin. Fand es ja noch ein bisschen krass, dass sie da Atomwaffen gezündet haben. Kann man auch machen. Eigentlich auch mal interessant, sich das hier mal anzusehen. Ja, gut. Oh, ich kann jetzt hierhin schnell reisen. Okay, I see. Ja, dann, würde ich sagen, gehen wir mal. Ja, ja, das... Oh. Baby. Baby. Baby, hörst du mich? Hörst du mich? Das ist Papa. Ich glaube, das könnte eine Flucht gewesen sein. Sam, benutze das Lieferterminal in Lake North City. Ja, hatte ich auch vor. Weil einerseits hätte ich gern noch ein paar Granaten. Sam, zur Erinnerung, dein aktuelles Ziel besteht darin, das chirale Netzwerk von Lake North City nach South North City auszuweiten. Dafür wirst du Prepper Bunker als Wegposten nutzen müssen. Und das wird nicht einfach. Fragile hat versucht, einige an Bord zu holen, aber du kennst die Prepper. Es sind einige, die nichts mit den UCA zu schaffen haben wollen. Also müssen sie begreifen, dass sie von uns profitieren können. Finde heraus, was sie brauchen und was wir haben. Dann liefere es. Wenn du das tust, stoßen sie vielleicht zu uns. Alles klar. An die Arbeit. Am Terminal findest du die Aufträge.
Ja, genau wie ich gesagt habe. Botengänge für die. Also, erstmal Material braucht man hier mal nicht. Recyceln. Blutgranate haben wir 1. Metalle, Resine. Haben wir. Kann ich die da irgendwie abladen? Mannschaftskosten privat. Okay, was? Recyceln. Gerade Kristalle. Okay. Bestätigen. Und überspringen. Dankeschön. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, immer gern. Komm, lass mich Sachen herstellen. Ja, okay. Passt. So. Wo war das? Das war hier. Ein leerer Behälter, der mit falscher ID gekennzeichnet ist. Ein Frachtköder. Damit könnte man Leute täuschen, die es auf Lieferungen anderer Leute abgesehen haben. Weiß ich noch nicht. So, Blutbeutel. Wo ist denn das mit der Granate? Ah, da. Blutgranate. Okay. Hätte ich gern mal 4. Ja, passt. Alles umladen. Und einmal automatisch, dankeschön. Dann haben wir hier die ganzen Blutgranaten. Blutbeutel zweimal. Ich denke, das passt jetzt erstmal so. Aufträge. Auftrag annehmen. Für mich Lieferung einer Evo-Devo-Einheit. Ingenieur nach da. Nach da. Ich würde sagen, wir machen halt immer alles. Dieser Auftrag ist etwas ungewöhnlich. Sieh dir mal die Eckpunkte in der Übersicht an. Okay. Ich sehe da jetzt nichts so Ungewöhnliches. Der Alte liefert das Medikament, Waffenteilen. Naja, wird schon passen. Brauche ich eigentlich auch nichts mehr. Habe ich erstmal alles. Alles umladen. Automatisch. Dankeschön. Aufbrechen. Ja, bitte. Soll jetzt mal losgehen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, dann. Tschüss, Kowski. Eine angenehme Reise. Dankeschön. Oh, wow. Du durchquerst Mule-Territorium. Beweg dich schnell und leise. Denn wenn sie dich sehen, dich kriegen. Kaum zu glauben, dass ihre Eltern Boten waren wie du, die Leib und Leben riskiert haben, um unser Land zusammenzuhalten. Und jetzt führen ihre missratenen Kinder ihr Werk fort, ohne dessen frühere Bedeutung zu verstehen. Für sie ist die Auslieferung ein Ritual. Eine unstillbare Sucht. Und ihre nächste Dosis holen sie sich bei dir. Aha. Ach man, ihr habt kein Fahrzeug. Eine angenehme Reise. Danke. War ja klar. Was ist mit dem Fahrzeug da? Kann ich natürlich auch nicht nutzen. Ah, so ein Shit. Nehmen wir mal mit. Kryptobiot. Okay, machen wir mal 2. Also, Karte. Was ist das hier alles? Also, das sind die Dinge. Online-Briefkasten. Da ist einer entlanggegangen. Okay, dann machen wir das Ähnliche. Nach da. Und nach da. Schön, dass hier alles aufgedeckt ist, aber
keine Einzeichnungen von GDs. Oh ja. Wo ist der erste Punkt? Ach da. Ah, nee. Ich nehme jetzt erstmal nichts mit. Möge die Wanderung beginnen. Oh, scheiße, was ist jetzt los? Ausrüsten. Keiner da? Okay. Och, scheiße. Da hat mich wohl wer. Ah. Ja, Sensorringe. Ring im U-Lager. Moment mal, das ist ja ein Lager hier. Und der Typ ist doch voll vorbeigelaufen. Oh, scheiße. Okay, komm, wir laufen. Vielleicht hätte ich das doch mit der Ablenkung machen sollen. Oh, scheiße. Fuck, 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 fuck. Alla. Gut, können wir das jetzt mal hier wieder aufnehmen? Aufnehmen. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen. Wir müssen... Ja, wir müssen da gerade runter. Hier runter. Oh, so eine Scheiße. Da kommen natürlich auch noch mehr. Na, komm her. Fuck. Komm her. Gut, wir laufen. Oh, etwas, was ich jetzt mal so gar nicht brauche. Ach, Mann. Nicht umfallen. Kurz schauen. Ich will ein Fahrzeug haben. So, kann ich da drüber gehen? Ja. Verbindung getrennt. Wird doch bestimmt mehr als eine Lieferung sein, oder? Bis der dann mitmacht. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Kraft gefüllt. Okay. Moin. Jetzt nochmal Zeugs für dich. Liefern. Angeforderte Fracht. Bestätigen. Wird geliefert. Danke. Sam Bridges, richtig? Ich habe von dir gehört. Du
Du ziehst durchs Land und versuchst, Menschen zu verbinden. Ich weiß die Lieferung zu schätzen. Echt. Die Zeiten ohne Lieferungen von Fragile Express waren hart. Lass mich die Fracht ansehen. Ha! Wow. Du hast echt gut darauf aufgepasst. Ich gebe Bridges Bescheid, wie die Tests laufen. Danke nochmal. Ja, danke schön. So. Überspringen. Du musst da etwas wissen. Es geht um Fragile. Vielleicht hast du gehört, dass sie Terroristen unterstützt hat. Dass ihr egal war, wer verletzt wurde. Aber das ist Schwachsinn, sage ich dir. Sie und ihre Leute haben ihr Leben riskiert, um uns zu überliefern. Sie ist durch und durch eine Heldin. Hör mal, ich wurde in diesem Bunker geboren. Ich kenne nur die Welt innerhalb dieser Mauern. Wenn die Leute also über Amerika reden, was soll ich mir darunter vorstellen? Aber vielleicht bringt mich dieser Cupid Amerika ja näher. Also ja, ich will den UCR beitreten. Ich will sehen, was ich verpasst habe. Das war einfach, aber ich würde dir mal empfehlen, dass du mal rausgehst. Sonst werden die Leute so verrückt wie bei Fallout. Okay, das sind jetzt viel mehr so kleine Sektoren. Alles klar. Kraftskelett. Okay. Holy shit. Was geht denn hier jetzt ab? Und damit ist mein 3D-Drucker ab sofort auch ein Chiraler-Drucker. Wenn sie funktioniert, sollte die Evo-Devo-Einheit alle möglichen archivierten Gegenstände drucken können. Wir können Amerika Schritt für Schritt wieder aufbauen. Bis dahin kann ich mir im Netzwerk ansehen, was in den Städten los ist und Mule- und Terroraktivitäten verfolgen. Es ist, als ob du mir in diesem Paket die Welt geliefert hättest. Vielen Dank, Sam. Lass uns wieder Geschäfte machen. Oh, stimmt. Ich hab da was Kleines. Könntest du das mal auf Herz und Nieren testen? Eine selbstentwickelte Hilfseinheit. In den Simulationen läuft sie einwandfrei, aber sie muss im Feld getestet werden. Und wenn sie dir das Leben leichter macht, umso besser. Also, Hilfseinheit für was? Achso, Kraftskelett. Sam, Aktivskelette legt man an den Beinen an. Sie verbessern die körperlichen Fähigkeiten. Was du da hast, ist dein tragendes AS, das deine Gelenke unterstützen soll. Es ist immer hilfreich, ein AS zu tragen. Aber du kannst es auch boosten, um es auszureizen. Geh mal ein paar Schritte damit. Du wirst nicht enttäuscht sein. Okay. Fracht ablegen und ausrüsten. Rüstest du ein Kraftgerät aus, wie der Hüft... Ja, ja, okay. Gut, dann hätten wir... das automatisch anordnen vielleicht. Nicht mitgeführt. Kletterverankerung. Auf dem Rücken. So, und das... Aktivskelett. Ausrüsten. Okay, ich glaube, das brauche ich nicht. Dann sagen wir mal... ja, passt. Automatisch anordnen und weg hier. Herzlichen Dank. Komm bald wieder. Ja, mal sehen, weiß ich noch nicht. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem... Gut, einen Prepper-Wegposten hätten wir. Noch zwei. Okay, hi. Also. Was haben wir hier alles für Markierungen? Okay. Okay. Ich glaube, es kommt Bon Voyage. Was ist hier? Würfel? Gesamtlikes des Spieß, der Likes der Konstruktion. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Da war noch einer hier auf der Seite. Sollen wir vielleicht zuerst mal zu den hier gehen? Der alte, da ist eine Leiter.
Wachturm. Vielleicht gehen wir mal zu dem mal als erstes. Ja, ich glaube, Wachturm macht Sinn. Da hinten. Ja, ja, immer gern. Und ciao. Waffeneinschränkung aufgehoben. Nö. Nice. Like halten. Oh, Leiter. Die ich kaum genutzt habe. Geil. Ja, okay. Was zum... Okay, das ist cool. Geil. Also, Wachturm benutzen. Kicken wir mal. Alles klar. Das ist schon irgendwie geil, dass wir hier alles aufdecken können. Da hinten ist wieder so eine beschissene... Kann ich da mal zoomen, bitte? Ja, das ist wieder so ein Lager. Und wir gehen jetzt straight da nach oben, so wie es aussieht. Was bist du? Das ist ein Generator. Also da hat jemand hier Fahrzeuge. Dann fällt man das Fahrzeug an sich. Ach, das Aktivskelett, das braucht jetzt Energie. Okay. Ah, oder ist der Generator jetzt wegen dem Aktivskelett? Das kann natürlich auch sein. Ja, werde ich bei dem mal vorbeischauen. Nicht hinfallen. Ah, komm mal da rüber. Ja. Ah, muss ich auf die andere Seite oder rechts von hier? Okay, wir sind aufgeladen. Geil. Los geht's. Ah, halt, 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 halt. Ich möchte diese Leiter nutzen. Ah, komm. Kannst du? Hat irgendwie nicht sehr viel gebracht. Hätte ich auch locker auf der Seite vorbeigehen können. Komm, auf hier. Yes. Geschafft. Ist der Typ? Ja, jetzt wurde es gesagt, das kommt vermutlich jemand. Da ist er ja. Moin. Einmal abliefern, danke schön. Ich habe dich erwartet. Du bist meine Rettung. Nur dank der Boten habe ich bis jetzt überlebt. Und ihr verlangt keine Gegenleistung dafür. Ich bin euch dafür dankbar. Sehen wir uns das Paket mal an. Wow. Das ist klasse. Großartige Arbeit. Vielen Dank. So, wie jeder gute Arbeit gemacht. Perfekt.
Meisterfrachthelfer. Cool. Klasse 10. Besser Gleichgewicht ist auch nicht schlecht. 9,5 Stunden jetzt schon. Du kommst also im Auftrag von Fragile Express. Bitte sag mir, dass die Nummer mit den Terroristen durch ist. Als Fragile, die Tochter des Gründers, sich mit anderen Kurieren zusammengetan hat, wurde es hier ungemütlich. Angeblich hat sie die Explosion in Middlenot City verursacht. Und irgendwie glaube ich daran. Natürlich könnte sie bloß ein weiteres ihrer Opfer sein. Verbindest du das chirale Netzwerk? Gegen einen Vertrag mit Bridges habe ich nichts, aber den UCA trete ich nicht bei. Mach weiter, wenn das für dich okay ist. Vielleicht hat Fragile es dir erzählt. Aber auch Prepper, die nicht zu den UCA wollen, können einen Vertrag mit Bridges unterzeichnen, um dem Netzwerk beizutreten. Wie unsere Vollmitglieder dürfen sie unsere Lieferdienste und die restliche wesentliche chirale Netzwerkinfrastruktur nutzen. Ebenso kannst du ihre chiralen Druckeranlagen benutzen, um deine Vorräte aufzufüllen. Sie sind aber nicht verpflichtet, Daten mit uns auszutauschen. Sie werden dir also keine Informationen geben oder beim Entwickeln neuer Technologie helfen. In einer idealen Welt wären natürlich alle Leute Mitglieder der UCA. Das klappt nicht, aber wir wollen wenigstens alle ins Netzwerk holen. Sie können Ihre Meinung nachträglich jederzeit ändern. Der Cupid verbindet sich abhängig vom Vertrag unterschiedlich mit dem Terminal. Verbinde zur Bestätigung deinen Cupid. Ja, ist für mich in Ordnung. Sagen wir hier das Netzwerk haben. Mach mal dein Magic bitte. Wunderbar. Nächstes Gebiet. Oh, da haben wir mal ein bisschen mehr. Ihre Firma wurde einfach zu groß. In diesen Zeiten sollten wir uns an den Grundsatz klein, aber fein halten. Das gilt auch für Kuriere. Sonst machen wir die gleichen Fehler. Republiken, Föderationen, Koalitionen, Staaten. Alle möglichen Leute miteinander zu verbinden, das schreit geradezu nach Ärger. Tut mir leid. Mein letztes Gespräch ist eine Weile her. Gute Reise. Dann bis demnächst. Dankeschön. Ich werde mal deinen Drucker nutzen, weil wir brauchen Schuhe. Geht das gar nicht? Material nehmen. Hast du da? Nö. Gemeinschaftskosten. Da ist gar nichts da. Okay, hast du vielleicht einen Auftrag? Standardauftrag? Lieferung empfindlich. An der Ingenieur. Ja, machen wir das beim letzten, wo wir eigentlich hin müssen. So. Was denn du? Gut gemacht, Sam. Jetzt gehören schon zwei Prepper-Wegposten zum chiralen Netzwerk. Nur noch ein letzter. Ja, lass mal die Karte gucken. Ach, stimmt ja, man kann das ja auch so kippen. Dann sieht man, dass es hier nach unten geht. Da sieht man ein paar Routen von anderen. Hier müssen wir hin. Da lang. Ja, okay. Dann würde ich sagen, irgendwie hier so. Nach da. Nach da. Hier so rüber. Da entlang. Hier. Warte mal, wo ist der? Da hinten. Sonst eine Leiter. Ja, und von da aus irgendwie straight dahin. Also, hä? Zieh mal rüber.
Irgendwie so. Da ist wohl Tod angesagt. Hier regnet's. Also gehen wir da mal nicht. Moment. Springen. Und wieder so ein Generator. Ach man, ich hätte gerne ein Fahrzeug. Ah, und da sehen wir jetzt das ganze Gebiet, wo die hier so drin sind. Alles klar. Zum aktiv übergehen. Cool. Wo ist unser erster Wegpunkt? Hä? Sehen gerade nicht. Ist das da hinten? Da wo der Weg ist? Hier etwas, sowas. Was ist das? Was bist du? Ich bin Sam. Okay. Ja, doch, das ist wie so. Ja, klar, das ist hier der Weg, den was viele Leute hier gehen. Vielleicht bitte nicht ganz so schnell. Ja, da ist wieder das beschissene Lager. Da ist ein Fahrzeug. Ob wir das Fahrzeug klauen können? Aber dann gehe ich doch lieber die Leiter hier runter. Bitte mal abbauen, Seil nehmen. Na dann, runter hier. So eine geile Mechanik. Dass man hier die Sachen von anderen Spielern nutzen kann. Okay, Zeit loslassen. Gehen wir zum nächsten. Na komm. Nehmen. Hallo, Seil. Hallo, dankeschön. Und runter da. Ja, ich denke, jetzt reicht's. Södele. Dann wären wir da unten. Sollen wir uns ein Fahrzeug klauen oder nicht? Wisst was? Das werden wir in der nächsten Episode anschauen. Weil wir sind eh wieder an der Zeit. Und dann mal schauen, ob wir heil darüber kommen. Aber ein Fahrzeug hätte ich jetzt wirklich gern. Ich glaube, die kommen da nicht wirklich so zurecht da hinten. Okay. Also, liebe Leute, ich hoffe, euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo. Und dann wünsche ich euch eine gute Reise auf der Wanderung. Bis denn. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.